Du brauchst also ein Punktfundament. Eine gute Wahl für Gartenhäuser oder Carports, das hält ganz schön was aus. Ist auch kein Hexenwerk. Wie lange du brauchst, hängt von der Größe deines Fundaments ab. 2 Tage sind aber ein guter Richtwert. Das schaffst du auch alleine. Als erstes muss alles gut geplant werden. Dann geht's ans Eingemachte. Fläche abstecken, Gefälle ermitteln, Schalungen bauen, Punkte festlegen, graben, betonieren. Zum Schluss noch was für die Optik. Deine Einkaufsliste, Schalbretter, Trockenbeton zum Ausbetonieren der Punkte und Kies, um die Zwischenräume zu verfüllen. Was du sonst noch brauchst, steht in unserer Material- und Werkzeugliste. Einfach runterladen, bevor du loslegst. Wo soll dein Fundament hin? Beachte Grundstücksgrenzen und praktische Aspekte wie Zufahrtswege oder auch den Sonnenverlauf. Wie groß das Fundament werden muss, hängt natürlich von deinem Bauvorhaben ab. Klär vorher bei den zuständigen Ämtern, ob du das auch so machen darfst. Hier wird's ein Fundament mit 6 Punkten. Miss jetzt deine Fläche aus und steck sie gleich ab. Gib auf jeder Seite aber noch 20 cm drauf. Du brauchst ein bisschen Arbeitsraum. Spann das Ganze mit einer Schnur ab. Im rechten Winkel. Leg dafür an den Ecken den Maurerwinkel an. Miss zur Sicherheit noch die Diagonalen aus. Wenn die gleich lang sind, dann passt's auf jeden Fall. Markier die Fläche mit Markierungsspray, dann weg mit den Schnüren. Überprüf auch gleich, ob dein Boden ein Gefälle hat. Mit einer Richtlatte geht das bestens. Bring die ins Wasser und miss vom höchsten Punkt aus einmal in jeder Ecke den Abstand zum Boden. Los geht's. Erstmal die Grundfläche schaffen. Trag 10 bis 15 cm auf der gesamten Fläche ab. Das ist ungefähr die Grasnarbe. Hier kannst du auch das Gefälle ausgleichen, mal tiefer, mal weniger tief graben. Als nächstes baust du deine Schalungsrahmen für die Punkte. Dein Maß 10 cm Höhe, 30 auf 30 cm Innenmaß. Lass 2 Schalbretter etwas länger, damit das Ganze später nicht ins Fundamentloch fällt. Einfach zusammennageln. Mit den Schalungsrahmen markierst du jetzt die Positionen deiner Punkte. Hast du ja vorher gut geplant. Du musst hier das Gesamtmaß deines Fundaments beachten. Die Punkte müssen gleichmäßig verteilt und zu allen Richtungen hin in einer Flucht sein. Erst Markierungsspray, dann weg mit den Rahmen. Und los geht's. 70 cm tief graben, jedes Loch. Das ist echte Knochenarbeit. Mit der 10 cm hohen Schalung oben kommst du auf die Gesamttiefe von 80 cm. Das entspricht der Frostschutztiefe hier. Die kann bei dir anders sein. Dein Bauamt weiß das. Das Graben war für den Rücken, jetzt kommt Armtraining. Beton anmischen, nicht zu flüssig. Wie die richtige Mische ist, steht auf dem Sack. Passt. Den Beton kannst du gleich in die Löcher füllen. Erst einmal bis knapp unter die Schalung. Und immer gut durchstochern, damit keine Luftblasen drin bleiben. Die Schalungsrahmen jetzt so ausrichten, dass sie im Wasser sind. Aber nicht nur Kasten für Kasten, sondern über die gesamte Länge und Breite. Mit Beton kannst du an den Rändern etwas unterfüttern, mit der Richtplatte kontrollieren. Dann auch die Rahmen ausbetonieren. Auch hier wieder nachstochern. Zum Schluss sauber abziehen. Und dann warten. Wie lange steht auf der Verpackung? So, Beton ist trocken.
Die Schalungsrahmen können weg. Entweder einfach abziehen oder mit dem Hammer sachte nachhelfen. Für einen sauberen Abschluss verfüllst du noch die Zwischenräume. Mit Kies zum Beispiel. Und da steht es. Gegossen mit Schweiß. Geschaffen aus Beton. Dein Punktfundament. Hast du noch nicht genug? Dann such dir mehr Herausforderungen. Abonnier unseren Kanal und hol dir die geballte Ladung Projekte mit der Hornbach Meisterschmiede.